Gespräche, wie du, habe ich 2 Minuten gesehen. Die fand ich in den USA schwerst eigenartig, deswegen gehen wir jetzt nochmal im Stream rein. Wird gerade ernsthaft davor gewarnt, dass der Supreme Court, das oberste Gericht des Landes, wir gehen danach, Bagatelle, nach dem Video, das indirekt die Demokratie abschaffen könnte. Und heute will ich mit euch mal darüber reden, warum das tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. I want to thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court yesterday. Ja, ein Sieg. Das war der Moment, wo ich dachte, oh, das könnte interessant werden. Ein Sieg des weißen Lebens. Für weißes Leben. Diese Frau hat nach dieser Rede gewonnen und ist jetzt die republikanische Kandidatin für einen Platz im Kongress. Dieselbe Frau hat übrigens mal Hitler zitiert und gesagt, dass er bei einer Sache ja schon recht hatte. Der hat sich sehr für den Umweltschutz und Tierschutz eingesetzt, aber das hatte andere Gründe, weil der deutsche Lebensraum muss erhalten werden. Yeah, Deutschland! Das hier, das ist ein Tweet eines amtierenden US-Senators, der sagt, der Supreme Court solle nach der Entscheidung zur Abtreibung doch bitte Rassentrennung wieder legal machen. Ja. Gut, ich hab nicht verstanden, worum es in den Tweet geht, weil ich ein bisschen dumm bin, aber diese beiden Fälle, das ist Rassentrennung. Gleichzeitig denkt der General USA, Jungs, das ist wirklich, ich habe so ein schlechtes Bild von den USA. Mein Bild von den USA ist, ich gehe hin, ich werde erschossen. Wenn ich schwarz bin, ich gehe hin, ich werde schon auf den Flug erschossen. Das ist mein Bild von den USA. Und das ist nicht gut. Weil ich weiß, es stimmt nicht, aber das denke ich, wenn ich in die USA gehe, dass da genau das passieren wird. Gehe ich in die Schule, Amoklauf ist vorbei. Der Staatsanwalt von Texas drüber nach, ob man nicht Sex zwischen Männern wieder verbieten sollte. Und das ist tatsächlich... Stimmt denn, Jungs? Das ist, also ihr kommt in die Hölle. Gott hat gesagt persönlich, der hat mich gestern angerufen, hat gesagt, wie enttäuscht er ist, das sowas, also... Nicht okay. Nicht unrealistisch, denn einer der obersten Richter will nicht nur das Recht auf Verhütung und gleichgeschlechtliche Ehe kippen, sondern direkt das Recht auf einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Männern generell. Und auf einvernehmlichen? Also ja, stimmt, das andere wäre so und so Vergewaltigung. Und all das hat einen Hintergrund. Das war jetzt bei Ray der Punkt, wo ich gesagt habe, da gehe ich in den Stream rein. Fundamentale Christen. The church is supposed to direct the government. And I'm tired of this separation of church and state junk. Das ist die amtierende Abgeordnete Lauren Boebert und sie fasst ein. Dir geht's nicht gut, Nintendo. Also, man sieht an dieser Nachricht, irgendwas ist kaputt bei dir. Also, eigentlich sehr gut zusammen, was das Ziel ist: die Trennung von Kirche und Staat aufheben oder zumindest das gesamte Gesetz auf eine extrem konservative Auslegung der Bibel basieren. Amy Coney Barrett, eine weitere Richterin am obersten Gericht. Ich wollte sagen, die habe ich schon mal gesehen. Hat mal in einer Rede gesagt, deine Karriere als Juristin dient einem Zweck. Und dieser Zweck ist, das Königreich Gottes... Die wurde von Trump reingepackt in den Supreme Court. ...auf Erden zu bauen. Vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum sie unter anderem dafür gestimmt hat, das Recht auf Abtreibung nach fast 50 Jahren wieder abzuschaffen. Zuletzt stimmt, Digga. Das habe ich schon wieder vergessen, dass das... Ich habe gedacht, Digga. Wirklich. Die USA machen wirklich einfach... Mach einfach Rückwärtsgang. Wirklich, ihr müsst euch vorstellen, Jungs. Nächst, doch was gegen die Kirche. Wenn es die Kirche nicht gegeben hätte, wie weit die Menschheit wäre. Die hat jahrhundertelang Forschung und Fortschritt unterdrückt, weil ich dachte, jo, Jungs, warte mal, also du machst gar Chemie, Digga. Aber Bescheid auf, jo, deine ganze Familie wird auch verbrannt, weil Hexe. Digga, das ist also, wo wären wir ohne die Kirche? Und der ist full front an die Kirche. Ich mag meinen Pastor, aber. Wenn mein Fahrer nicht da wäre, ich würde richtig Husky gegen die schieben. Jetzt hat der Supreme Court zum Beispiel Schulen erlaubt, Schüler und Schülerinnen zum Christentum zu zwingen? Hat Waffen. Was? Hat der Supreme Court zum Beispiel Schulen erlaubt, Schüler und Schülerinnen zum Christentum zu zwingen? Hat. Hä? Heißt es, yo, Jungs, also wir haben jetzt die neue Schulregelung, ihr seid jetzt Christen oder ihr fliegt von der Schule? Was? Das ist ein westliches, irgendwas ist das. Führende Weltland. Das ist die weltweite Nummer 1. Das. Hat Waffengesetze gelockert, Tage nachdem 19 Kinder erschossen wurden, oder entschieden, dass Unschuld nicht genug ist, um einen schwarzen Mann vor der Todesstrafe zu bewahren. Was? Nee, deshalb, das ist das verstanden. Das klingt so. Dass Unschuld nicht genug ist, um einen schwarzen Mann vor der Todesstrafe zu bewahren. Das heißt doch basically, dass jeder schwarze Mann die Todesstrafe kriegt. Egal, ob er was gemacht hat oder nicht, weil er ist ja unschuldig, aber das bewahrt ihn ja nicht. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Das ist doch quasi eigentlich jeder ist schwarze Todesstrafe.
Hä? Unschuld nicht genug ist, um einen schwarzen Mann vor der Todesstrafe zu bewahren. Ich habe literally nur Abtreibung mitbekommen, von den Rest habe ich noch nie gehört, aber ich weiß, dass Rob Bubble hoffentlich kein Scam macht. In Florida geht's gerade richtig ab. Da sorgt ein Gesetz dafür, dass Lehrer und Lehrerinnen gefeuert werden. Stimmt, du bist Muslime. Ja, du bist ein Christ, scheiß drauf. Digga, ja, Allah, scheiß auf Allah. Ich kenn Ali bei mir, das muss auch reichen. Stimmt, Digga, wirklich? Da werden ja wirklich der Muslime, Juden, Buddhisten und da gibt es auch andere Knechtreligionen. Wird dir dann einfach aufgezogen? Ja, du bist jetzt Christ oder? Das ist nicht mein Problem. Wenn sie das. Ja, dann wundert man sich, dass China mehr Macht bekommt. Das ist richtig. Das Wort schwul überhaupt nur in den Mund Lehrerinnen gefeuert werden, wenn sie das Wort schwul überhaupt nur in den Mund nehmen. Studenten und Studenten. Ey, sorry, dass ich so viele pausiere, aber. Das ist basically das Gleiche, wie man in China sagt, als Lehrer oder Lehrerin. Uiguren sind im KZ. In Konzentrationslagern. Das ist halt Diktatur. Also, das ist halt. Das ist halt nichts mit Demokratie zu tun, mir doch. Also, das ist ja nicht. Studenten müssen jetzt dem Staat gegenüber Rechenschaft ablegen, was ihre politischen Meinungen sind. Und wenn die Meinungen dem Gouverneur nicht gefallen, dann kriegt die Uni das Geld entzogen. Und gleichzeitig wurden Ich gebe es zu, ich bin etwas schockt. Ich habe das Video, wie gesagt, nicht so weit geguckt. Das ist ja einfach actually Demokratie minus eins, weißt du, ich meine? Mathebücher verboten, wenn dort Rechenaufgaben indirekt andeuten, dass Rassismus etwas ist, was es gibt. Und wo wir gerade von verbotenen Büchern reden, BookBeat. Warte mal, ist unsere. Ich bin in China wie Social Credits. Unsere Überleitung wirklich. Faschismus in den USA, alles ist am Ende, die verbannen Bücher und dann sagen wir, hey, holt euch eure Bücher doch lieber digital, dann seid ihr, also komm, das können wir doch nicht machen. Also ganz ehrlich, Jungs, ich habe ja Jahresarbeit über Aufstieg der Nationalsozialisten geschrieben. Ich möchte sagen, dass ich Dinge wiederkenne, aber ihr wisst, was ich wiederkennen könnte, theoretisch, und zwar mit Füße, weil ich sehr schön sind. Okay, irgendwie müssen wir die Leute bezahlen. Gleich geht's weiter damit, warum es in den USA nur noch schlimmer werden wird, aber vorher. Digitale Bücher sind auch digitale Bücher. Wer von euch liest Bücher? Ich höre Hörspiele. Gibt's bei BookBeat, dem Netflix der Hörbücher. Bei BookBeat gibt's über 500.000 verschiedene E-Books und Hörbücher zum Streamen oder Offline hören und mit dem Code RobBubble kriegt ihr Hörbücher, ja, das ist cool. Monate kostet. Digga, ich dachte jetzt wirklich mal, man kriegt so Knechtbuche, weißt du, testen. Und so Digital Book, weißt du, das wäre mies beschissen. Dann kriegt ihr so gut wie alle YouTube-Bücher die Biografie von Montana Black. Beide Teile. Die Biografie von Montana Black von Junkies und YouTuber. Die von LeFloid. Das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest, von Finanzfluss. It's a Date, was Psychologie übers Dating weiß, von Pia hinter dem Kanal Psychologie. Oder Immun, von dem Mann hinter Kurz gesagt. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von MyLab. Alles da. Und natürlich auch Kinderbücher oder realistische. Die drei Fragezeichen! Und das Schwingen des Unheils, Junge, die hören wir heute mit Martins Digitative Zoom Banger. Reportagen. Was für Kinder? Das ist für richtige Männer! Welche Giga-Chats sind drei Fragezeichen? Ich grusel mich da immer noch. Die Situation in den USA, teilweise auch auf Englisch, wie Hunger Games oder The Handmaid's Tale und viel mehr. Nach dem Probeabo gibt's das ab 9,99 € im Monat und Studierende kriegen es sogar ab 4,99 €. Es ist jederzeit kündbar. Also Real Talk, ich dachte, das ist ein Booklead, kann man mal wieder drüber los, aber das ist wirklich ein gutes Angebot. Also Real Talk, ich werde es jetzt nicht wahrnehmen, weil ich ein Knecht bin, aber das ist wirklich ein gutes Angebot. Super, geht also auf bookbeat.de/robbubble oder klickt einfach den Link in der Beschreibung. Kapitel 1, der Putschversuch. Sturmkapitol, Digga, das ist. Ich glaube, das Video ist etwas älter. Mittlerweile wurde ein wichtiger Trump-Anhänger im Zuge dessen, weil der Unwahrheit vom Senatausschuss irgendwas Wichtiges gesagt hat, wurde er verurteilt für Knast. Machen mir immer noch eine Scheißangst. Das ist der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Und da läuft aktuell noch der Untersuchungsausschuss. Aber ich habe das Gefühl, dass viele in Deutschland gar nicht wissen, was dabei schon alles rausgekommen ist. Man hat super viel davon gehört, dass 5 Jahre vorher Russland ja die Wahl manipuliert hat, Demokratie in den USA war krass unter Attacke. Aber wusstet ihr, dass es bei der Wahl danach einen echten Putschversuch gab? Trumps Chief of Staff hatte sogar eine 36-seitige PowerPoint-Präsentation, die ganz genau aufgelistet hat, wie der Putsch ablaufen soll. Mehrere republikanische Kongressabgeordnete, die angeblich an dem Putschversuch beteiligt waren, wollten nach dem 6. Januar von Trump begnadigt werden, um sich vor den kommenden Strafen zu schützen. Denn der Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol wirft Trump tatsächlich vor, einen ausgefeilten Plan mit 7 Schritten für einen Putsch
verfolgt zu haben. Der wollte unrechtmäßig an der Macht bleiben. Und Schritt 1 war, Trump hat gemeinsam mit Fox News und vielen anderen Republikanern behauptet, die Demokraten hätten die Wahl gefälscht. If you count the legal votes, I easily... Ich muss zugeben, jetzt guck mal, als Surya vor, ich kann mir nicht, also ich kann das nicht raffen, dass das das mächtigste Land der Welt ist. Dieses Land hat die Macht, die komplette Welt binnen Minuten zu zerstören. Und das läuft da. When, if you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Diese Lüge wird übrigens bis heute von den Republikanern genutzt und wiederholt. Dieses Video einer Kandidatin für die Gouverneursstelle in Arizona, das ist gerade mal ein paar Wochen alt. We had a fraudulent election, a corrupt election, and we have an illegitimate president sitting in the White House. Schritt 2 war dann, Donald Trump wollte den Generalstaatsanwalt austauschen, damit der bestätigt, dass die Wahl gestohlen wurde. Drittens, er wollte dann den Vizepräsidenten überzeugen, die Stimmenauszählung zu stoppen. Weil der sich aber geweigert hat, soll Trump dann gesagt haben, er würde es verdienen, gehängt zu werden. Denn teilweise war es tatsächlich ein Ziel des Mobs beim Sturm, Mike Pence zu finden und zu töten. Viertens, Trump hat, und das wird gleich noch sehr wichtig, Ich bin wirklich geschockt. Ich dachte, das ist so leichte Kost. Florida macht Scheiße, Texas macht Texas-Sachen. Druck ausgeübt auf die einzelnen Bundesstaaten, dass sie die Wahlergebnisse ändern sollen. Fünftens hat in einem weiteren Schritt republikanische Staaten... Und Jungs, der Mann, ist es wirklich unwahrscheinlich, dass der Mann denn wieder der nächste Präsident wird. Weil für Biden sieht es gar nicht gut aus. Und das hat sich Biden teilweise auch selbst zuzuschreiben, aber... ...angewiesen, die falsche Gruppe an Wahlleuten zu schicken. In den USA wählt das Volk ja die Wahlleute und die Wahlleute wählen dann den Präsidenten. Und er wollte quasi, dass die einfach andere Wahlleute schicken, die dann für ihn statt für Biden stimmen. Sechstens, er hat eine Gruppe gewaltbereiter Anhänger vor dem Kapitol versammelt, um das zu stürmen, während dann dort die Wahlstimmen ausgezählt wurden. Und siebtens, zu guter Letzt, hat er verhindert, dass den Sicherheitskräften vor Ort geholfen wurde, hat sich erst geweigert, seine Leute zurückzurufen und hat sich angeblich sogar dafür eingesetzt, dass der Mob Waffen mit zum Kapitol bringen darf, denn die wären ja nicht da, Zitat, um... Steht in der Bibel wirklich, dass Homosexualität verboten ist? Also soweit ich das weiß, ist irgendwie... Das ist komisch und schrien, dass man das nur daraus interpretieren könnte, aber man es nicht muss. Ich bin kein Bibelexperte. Ihn zu verletzen? Mehrere Leute sind gestorben. Er soll sich sogar auf seinen Secret Service Agenten gestürzt haben, als der den nicht zum Kapitol fahren wollte. Denn anscheinend war Trumps Plan, zusammen mit dem Mob das Kapitol zu stürmen. Bei den beiden letzten Wahlen gab es also große Probleme mit der amerikanischen Demokratie. Aber eine weitere Sache war auch noch ein großes... Die beiden stehen im dritten Mosesbuch, bla bla bla. Dies als Gräuel bezeichnet, wenn ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau liegt. Man kann nur seine Partnerschaft vor Augen. Ja, stimmt. Ah, true. Großer Teil. Ja, Bibel. Von Trumps Plan, den Supreme Court auf seiner Seite zu haben. We need 9 justices. You need that. With the unsolicited millions of ballots that they're sending, it's a scam. So you're going to need 9 justices up there. I think it's going to be very important. Diese 9 Richter und Richterinnen, die von denen ich eben teilweise schon erzählt habe, die mal Homosexualität verbieten wollen und mal das Königreich Gottes auf Erden erschaffen, die könnten für die Demokratie in den USA extrem gefährlich werden. Um zu verstehen, wieso... Der Supreme Court ist das oberste Gerichtshof, so wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Ich einmal kurz erklären, warum die so viel Macht haben. Kapitel 2, der Supreme Court. In den USA werden die Richter und Richterinnen des obersten Gerichts auf Lebenszeit ernannt. Das war zur Gründung der USA noch nicht so lange. Heute werden die halt gerne mal über 80 Jahre alt. Sie werden vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt. Da es in den USA aber de facto nur wirklich 2 politische Parteien gibt, ist das so eine Art Spiel. Welche Partei schafft es, zu ihrer Amtszeit ihres Präsidenten möglichst viele Richter und Richterinnen zu ernennen? Wo stirbt jemand? Wo geht jemand vielleicht freiwillig in Rente? Tja, und das Spiel hat Donald Trump gewonnen. Er hat von 9 direkt 3 ernennen dürfen. Unter anderem, weil die Republikaner eine von Obamas Nominierung im Senat damals absichtlich verhindert haben. So sind 6 der 9 aktuellen Richter und Richterinnen von Republikanern ernannt worden. Und viele davon
werden die nächsten 30 bis 40 Jahre an der Macht bleiben. Und neu ist, diese Richter und Richterinnen sind sich nicht mehr zu schade, Urteile ihrer Vorgänger umzuschmeißen und damit Dinge anzugreifen, die eigentlich als Gesetz galten. Das gab's bisher so nicht. In den USA sind Richter und Richterinnen also politisch. Und es ist auch völlig normal, dass sie eine politische Agenda verfolgen. Nur sind halt jetzt 6 auf Seiten der Republikaner und scheinen keine Skrupel mehr zu haben. So hat zum Beispiel der Richter Clarence Thomas mal gesagt, dass er gerne lange an der Macht bleiben will, um den Liberalen das Leben zu versauen. Den Supreme Court zu kontrollieren, gibt der jeweiligen Partei also extrem viel Macht und extrem viele Möglichkeiten, das Leben zu versauen von anderen Leuten. Und jetzt müssen wir mal darüber sprechen, warum diese Macht gerade für die Republikaner so krass wichtig ist. Kapitel 3, die Minderheitspartei. Aktuell ist der Senat geteilt. 50 Sitze gehören Republikanern, 50 Demokraten. Dabei repräsentieren die demokratischen Senatoren und Senatorinnen aber 41,5 Millionen mehr Menschen. Richtig gehört. Obwohl es so wäre. Ja, wirklich, ja, das mit den USA. Mein, nicht der gewinnt, der mehr Stimmen bekommt, sondern der, der in den Bundesstaaten insgesamt mehr Wahlleute für sich nehmen kann. Das ist so scheiße dämlich. Da habe ich gesagt, dass das eingeführt wurde. Minus 1000 Jahre, da war das sinnvoll. Die hatten keine Züge, die hatten keine Autos, die hatten ein bekacktes, gammeliges Pferd, einen bekackten Kackesel. Aber Digga, das, wo kann man das Demokratie nennen, wo man sagt, yo, du hast ja 40 Millionen Menschen, finden dich besser, aber. Ich hab meine zwei Wahlmänner und die sagen, na, wirkt, als wäre die USA quasi gleichmäßig geteilt in zwei Parteien, ist das eigentlich gar nicht der Fall. Die Republikaner sind eine Minderheitspartei und das im Senat zum Beispiel bereits seit 1996. Trotzdem haben sie in der Zeit 8-mal die Mehrheit im Senat gehabt und die Demokraten nur 5-mal. Und übrigens, 69% aller Amerikaner und Amerikanerinnen sind für ein Recht auf Abtreibung. Und von den 6 republikanischen Supreme Court Richtern und Richterinnen, die dieses Recht gekippt haben, wurden 5 von Präsidenten ernannt, die bei ihrer Wahl nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatten. Die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner haben in den letzten 20 Jahren ein einziges Mal die Mehrheit der Stimmen gehabt, aber haben trotzdem in 12 der letzten 20 Jahre regiert. Und das liegt daran, wie dumm das Wahlsystem der USA ist und dass die Bundesstaaten dabei extrem wichtig sind. Und die Republikaner kontrollieren aktuell den Kongress in 30 Bundesstaaten von 50. Und das ist jetzt der Punkt, wo es sehr gefährlich für die Demokratie werden kann. Kapitel 4, die Gefahr für die Demokratie. Der Supreme Court will als nächstes den Fall Moore vs. Harper anhören. Dieser Fall könnte entscheiden, dass die Kongresse in den Bundesstaaten die alleinige Hoheit darüber haben, welche Regeln sie für die Wahlen aufstellen wollen. Ich weiß, was kommen wird. Texas wird sagen, Jungs, ihr seid schwarz, ihr dürft nicht wählen. Ich habe wirklich Angst davor, dass das jetzt kommen wird. Und es ist Texas, wir wissen alle, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Selbst die Gerichte der jeweiligen Bundesstaaten oder der Gouverneur, die Gouverneurin, hätten dann keinerlei Rechte, sich dagegen zu stellen. Heißt, der Kongress im jeweiligen Bundesstaat könnte genau das machen, was Trump am 6. Januar ja tatsächlich auch schon von einigen republikanischen Staaten gefordert hat, nämlich gegen den Willen des Volkes einfach entscheiden, welcher Präsidentschaftskandidat den Bundesstaat gewinnt. Und selbst wenn es nicht so weit kommen würde, es wird zumindest legal machen, dass die Bundesstaaten durch Gesetze und sogenanntes Gerrymandering, das ist so die bewusste Manipulation von Wahlkreisen, indem man dafür... Ja, das ist auch so abgefuckt. Heute, ich habe dein Video von dir Anstalt gesehen. Holy shit! Wirklich, nach dem Video musst du dann wirklich in die Anstalt. Es ist gar nicht witzig, es ist ganz furchtbar. Ich kriege Rekorde, dreht mir richtig in Rage. Das ist... ...besorgt, dass so, man so die Grenze zieht, dass genau die richtige Menge an Leuten da wohnen. Ist auch egal, es würde einfach nur bedeuten, dass die Waagschalen alle zum Vorteil der regierenden Partei gekippt werden können. Was heißt das alles? In einem Land, bei dem über 40% der Bevölkerung unsicher ist, ob bei der letzten Wahl nicht vielleicht doch irgendwas manipuliert war, vielleicht ist ja Joe Biden gar nicht der rechtmäßige Präsident, vielleicht hat Trump ja recht gehabt, gibt es ein realistisches Szenario, dass in 2 Jahren zur nächsten Präsidentschaftswahl die Republikaner als Minderheitspartei einfach alles kontrollieren und der Supreme Court entschieden hat, dass die Bundesstaaten halt zum Beispiel einfach behaupten können, es hätte Wahlbetrug gegeben. Was ist? Glauben ja tatsächlich auch vielleicht 40% der Bevölkerung. Und dann können die einfach entscheiden, hey, der rechtmäßige Gewinner ist eigentlich der hier und wir geben jetzt dem alle Stimmen. Das hat nämlich der Supreme Court entschieden, dass wir das dürfen. Übrigens,
Trump hat schon durchsickern lassen, dass er vermutlich nochmal antreten wird. Und selbst wenn er es nicht macht, auch die anderen möglichen Kandidaten sind alle ziemlich schrecklich. Also deswegen sagt zum Beispiel ein kanadischer Professor, dass die USA bis 2030 unter einer rechten Diktatur stehen könnte. Deswegen sagt dieser Journalist, dass er es tatsächlich für möglich hält, dass die republikanischen Kongresse 2024 einfach ihre Wahlleute direkt dem republikanischen Kandidaten geben. Deswegen sagt die Historikerin Annika Brockschmidt, dass mit der Entscheidung des obersten Gerichts die Demokratie in den USA enden wird. Und wisst ihr, wer die Person ist, die am Ende entscheiden wird, ob das passiert? Die Richterin, deren Stimme noch aussteht. Es ist Amy Coney Barrett, die Frau, die das Königreich Gottes auf Erden erschaffen will. Aber muss man auch dazu sagen, noch ist es natürlich eine Gefahr, vor der gewarnt wird. Der Supreme Court hat noch gar nichts entschieden, noch waren die Wahlen nicht. Noch gibt es auch Republikaner wie Adam Kinzinger, der zu fundamentalen Christinnen wie Lauren Boebert sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen euch und den Taliban. Wir müssen uns gegen die christliche Taliban stellen. Digga, das war übertrieben so starkes Video. Und ich habe komplett den Lebenswille verloren. Scheiße, das Ding ist verloren.